So, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schluchtenritter. Live bei dem Umzug der Schweine und dem Großauftrag für die Town Hall. Mit mir am Start sind Pezi, Grüß Sie. Lin, Hi. Matze, Hallo. Danu Hi. und die Deva. Hallihallo. So, ich brauche. Wer hatte Messer? Matze, ne? Stone Knives habe ich, PC, ja. glaube ich, oder? Messer Im Matze. Mason Table kannst du dich bedienen. Messer Matze. Oh je, jetzt wird's Also, brutal. nur informationshalber, ne? Metallmesser sind hier in der Kiste Materialausgang Ja, von er wollte. mit. Ah, okay. Und da sind auch Armbrüste So. und eine Schere und überhaupt. Kann man jetzt bitte einer die Schweine abrufen? Nein. Meine abrufen. Da ist übrigens noch Zinn und Limestone ein bisschen in der unteren Kiste drinnen. Ich hole trotzdem noch mehr. Zinn braucht man auch oder gar nicht? So. Nimm's mit. Ja, aber du bist doch da drin. Ja. Hat doch überhaupt keinen Sinn. Komm Sie her. versucht, glaube ich, dort rauszukommen, Lin. Ja, ich seh's Ja, das gerade. ist ja der Sinn der Sache. Ich glaube, du Ja. musst sie befreien. Darf ich nochmal gerade hinterfragen, ob ich richtig rechne? Reicht nicht. Richtig? Okay, Reicht dann nehmen nicht. wir noch eins raus. Ganz Okay. kurz, wenn ich Das ist ein vier. Stall für ein Schwein, oder was? Einmal drei Satz für Anfänger. Wenn ich vier Steine brauche für ein Stone Brick, brauche ich für 1000 Stone Bricks 4000 4000 Steine. Steine. Ja. Ich habe mich nicht verrechnet, ja? Ich bin nicht bekloppt. Nein. Okay. Ja, jetzt komme ich nicht raus. Moment. Nee, da Am Ende wirklich. stecken alle im Schweinestall. Ja, so ähnlich. Geht das denn? So, warte mal. Das ist eine interessante Geschichte hier, das. Das Schwein hier hat eine komische Farbe. Also, um es mal ganz deutlich zu sagen, das ist eine Schweinerei. Ja. Ja, im wahrsten Sinne des Ja, Wortes. muss man wirklich sagen. Also, das eben muss ich sagen. Ne? Weißt du, eine Tür wäre ja ganz nett, ne? Ne, Die Tür auch nein, noch. das Ding ist eine ganz klassische Fehlkonstruktion. Ja, Genie kommt da raus, bevor die Sau da ist. Schweinetreiber. So, jetzt halt an. Ach, verdammt, So, was wollte jetzt ich habe ich denn dich holen? da, sitzt du und Fernsteig. da bleibst du. Komm, Kano, greif die Brontos an. Ja, Was komm, machst du da greif schon die vier wieder, Brontos Tanu? an. Ich versuche Limestone zu besorgen. Dafür muss ich aber zuerst warten, bis der Kano da weg ist. Ja. Ja. Ich bin auf Schweinespaziergang. Ach du Scheiße. Und der Kano hat, glaube ich, so ziemlich alles, was hier auf der Ebene rumrennt, gerade gegen sich aggro gemacht. Das Oder die hat er gut Brontos. gemacht. Such so aus. Okay. Ah, So, Schweinestall. ein echter Stinkstiefel, ja. Ja, wenn ich das. Ach nee, jetzt hängt die Sau wieder da fest. Kann ich gerade noch eine Runde drehen? Ich probiere mich mal im Steinefarmen. Ja. Nehmt aber Aber irgendein ich habe Tier eine große zum. Flamme. Ich auch. Ich glaube, es wird Zeit, die neuen Klamotten anzuziehen. Nee, ja, doch. Oh ja, die große Flamme habe ich auch. Oh ja. Oh ja, und ich dehydriere ruckzuck. Wo waren die Klamotten im Ich glaube im Lagerhaus? Dodo-Haus. Im Lagerhaus. Also ja, im Haus, wo die Dodos In derzeit drin der stehen. Kiste, glaube ich, hier hinten. Haben wir jetzt überhaupt ein Schwein im Schweinestall? Ich bin gerade nicht drin. Also im eigentlichen Schweinestall ist keins, ne? Doch Ich eins. sehe nicht. Okay, eins? Naja, immerhin. So, meine lieben Pflanzenfresser, wo habt ihr ein Kano abgelegt? Ich hätte ihn gern. Ein ganzes. Also könnte ich jetzt praktisch noch ein Schwein gebrauchen, was mir hier so im. Darf man jetzt so nicht sagen, aber im Dreier unterstellt und dann würde es gehen. Wenn die aggro würden, wäre ich sowas von tot. Ja, wahrscheinlich. Ja, das sind da, ich glaube, fünf Brontos und So, und alles mögliche jetzt. andere. Wo stellen So. wir jetzt den Futtertrog hin? Seitlich daneben, hätte ich gesagt. Ich kann hier nichts machen. Da kommt man dann Verdammt. eher dran. Und So. ja. Wo seitlich?
Was ist denn hier unser bestes Lastentier? Ja, der Iguanodon mit Level 77 wurde ja von den Mücken zerhackt. Ja, schade, ne? Also ehrlich, das greife ich nicht. Ich habe da auch so Raptoren mit Schimmer rundherum. Ich glaube, das ist echt normal. Wie konnte das denn passieren? Du meinst, dass das der neue Rudelbonus bei Raptoren? Ja. Sieht für mich sehr danach aus. Ja. Das weil die 82er vorhin, die waren nicht so robust wie ein Alpha. Also, nee, das stimmt. Ja. Ja, ach, so ist doch gut. Ah, fantastisch. Genau. Oh. Bone Needle. Oh. Was habt ihr da gemacht? Wer? Das ist ja nett. Die drei Ankylos. Ach. Ich dachte, du meinst unseren Schweinestall. Ich habe da gerade Limestone aufeinander geschichtet. Okay. Das ist reich. Ja, das ist doch wirklich nett. Ja, das ist echt. Ich habe da auch Limestone. Ich hatte doch vorhin eine Nadel. Wo ist die denn hin? Wem ist denn die Paralali? Ach, das sind die. Warum? Was ist mit ihr? Die würde ich mal zum Farmen mitnehmen. Ja, ich wollte ja eigentlich einen Sattel aufsetzen. Ach, die hat noch gar keinen. Stimmt. Nee, ich komme hier. Ach komm, nee, dann nehme ich die Paralyse. Die haben alle keinen Sattel. Alle keinen, die, stimmt. Nee, oh Mann, ich wollte die Sattel craften, aber. Vielleicht ist ja noch eine da mit Sattel, wo du das ausbauen kannst. Nur nach der Dein. Paralyse hat auch keinen. Nee, das sind die drei Jungviecher, Jungtiere. Du nimm dir ruhig ein. Dann musst du dir irgendwo einen Sattel herklauen. Ich habe nämlich keinen. Ist denn oder? Hier Survivor unterwegs oder was? Ja, zum Farmen, ja, gell? Der ist gerade beim Limestone. Bone Needle. Ich hatte doch vorhin eine Bone Needle. Komm, ich gehe nur kurz vor die Tür, soweit ist das nicht. Dann ja, alles gut, voll. Mach das. Sagte er. Das ist besser, als wenn ich dafür noch ein Dino verzocke, ne? Gina, ach ist Gott. In Dikes sind da noch Siebe drin? Siebe? Siebe. Siebe. Ja, guck doch rein. Ja. Ich bin gerade damit beschäftigt, mich wieder im Schweinestall einzusperren. Wieso tust du sowas? Okay. wenn du möchtest, können wir ja auch PC bitten, dass er einen zweiten baut. Dann ist es einfach, dann bauen wir es einfach. Ja, genau, PC, bist du da oben drauf? Wo denn? Da oben über dem Schweinestall? Nein. So, ich habe einen Sattel hier. Ich kann die Tür nicht mehr zumachen. Ein Wandersattel. Die Tür geht schon noch wieder zu. Die Morphodon Alarm. Oh, verdammt. Wo? Mehrere. Ich schon wieder. Wo? Ja, sie nicht schon wieder an? Ja, sie greifen an. Aber im Moment hängen sie an den Palisaden. Wo bist du denn? PC, komm rein. Ja, ja. Ich bin drinnen. Und das ja keiner. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Weg mit dem. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Oh, sie haben schon Schaden. Werde dann helfen, wenn man mir sagt, wo du bist. Okay. Einer ist weg. Noch einer. One to go. Okay, wunderbar. So, die Tür hier darf nur von innen, ich kann es nicht ändern, das ist technisch blödsinnig, aber Gott, Lachkampf kommt. Wie bringt die nicht anders zu? Sie geht nicht anders zu. Also ich mach das jetzt, ich mach das jetzt nochmal, nee, das kannst du ja nicht wissen. Die darf nur von innen, also nur von uns aus geöffnet werden. Weil sonst kriegt man sie nicht zu. Welche denn jetzt genau? Das habe ich noch gar nicht geschnallt. Die beim Wasser unten. Ach, beim Wasser, oh, okay. Oh, was macht. Oh, hier ist eine Brücke. Oh. Ja, die hat PC gebaut. Aber hier hängt auch ein. Da hängen sogar zwei. Wo sind die jetzt? Oh, PC, du bist ein Schatz. Das hast du super gemacht. Wieso kann ich das nicht? Da war es gerade. Und ich renne zum Steinfarmen raus und raff gar nicht, dass welche in der Basis liegen. Wieso kann ich kein Limestone in den Kohlkin reingeben? Weil du den Quicklime-Klin nehmen musst. Ja. Bitte? Du musst den Quicklime-Klin nehmen, hinten, den größeren. Kann man zufälligerweise Prokoptodons. Wo ist denn der? Guck mal, dreh dich rum. Hier, der hier. Ja, da kann ich nichts reingeben.
Da kannst du Limestone reintun. Es kann sein, dass er es nicht kann. Ach so, dann soll ich euch was sagen? Na? Dann handel ihn mir, Pezi. Dann gebe ich ihm die Paralyse. Es reicht, sich ein Ei anzuschauen und sie werden aggro. Nein. Ja. Ich hol's gleich raus. Okay. Ich habe jetzt nur dieses Ei angesehen und der Parasaurier ist mich angestürmt. Okay, dann Augen zu. Das heißt, ja, jetzt nicht, jetzt ist der Para tot. Jetzt hole ich mal das Ei. Welches Level hat's denn? Sehe ich nicht. Achso. Zerstört mal das Nest und hofft, dass. Ja. Danke, Pezi. Komm jetzt trotzdem nicht zu seinen Eiern. Hä? Hm? Deva, du bist bei mir in der Nähe. Mhm. Komm hoch. Komm nicht an die Eier ran. Und du? So, ich hab noch 120 Stein. Weiß ich nicht. Nein, man kann sie nicht aufnehmen. Okay. Also wahrscheinlich ein Bug mit dem Update. Ja, wie immer. Was sonst? Ja, jetzt haben wir gewusst, dass was passieren kann. Ist ein bisschen nervig. Ja, du hast ja mit jedem Mal hast du Neues. Was Neues. Ladebug. Ja. Hm. Wir sind gut. So, wo wollen wir jetzt unsere Scheißkisten hin? Düngekisten hinstellen? Die könnten wir schon quasi leer machen da oben und beziehungsweise einladen hier in die Tiere, was drin ist. Und, ja, und dann die... Sag nicht, ich muss die Schweine wieder rausholen. Nein, um Gottes Willen. Fass mal besser nie wieder an. Also, weil, wenn sie einmal da gut drin sind, ist gut. Und dann quasi mit den... Müssen wir gucken, ob man mit den vorhandenen Bodenplatten hier was bauen kann, dass man da möglichst vernünftig die anderen Kästen stellen. Darf ich mir mal einen von den jungen Dinos leihen als Transportobjekt? Die sind nicht mehr jung, die sind ausgewachsen. Nehmt ruhig. Dafür sind sie ja da. Ich meine, zum Rumstehen, vom Rumstehen werden die auch nicht besser. Deba, ich schmeiß da alles hier in die Kiste. Ich guck gerade, ob ich hier noch irgendwas finde. Ja, ich habe noch mehr Limestone, aber der Survivor war voll. Geh gleich weiterholen. Man hier immer braucht, nur um mal irgendwas machen zu können. Wahnsinn, oder? Oh. Ja, primitiv halt. Ja, aber ich weiß nicht, so primitiv? Schon sehr. Also, dafür haben wir Häuser, die schießen. Also, das ist irgendwie nicht so. Auch nicht so primitiv, oder? Nee, aber theoretisch. So, wo sind denn die Eier? So, welche meinst du? Oberen Kiste, die weiß ich ganz viel. Ach so, das weiß ich nicht. Nehmen wir ein Lagerfeuer. Mhm. Hab schon gefunden. So Kopftut und da gefällt mir. Aber wir können es eh nicht mitnehmen. Mm-mm. Ach so, ich wollte auch noch was machen. Was man seit dem letzten Patch machen kann. Was denn? Die Hyänen zähmen. Was? Ja. Itzi wollte Hyäne zähmen. Wer hat mir denn bitte den Holzkohle-Dings weggeräumt? Dried, oder was? Was meinst du, Lin? Ja, ein bisschen Holz. Ja, dann nimm dir noch. Nimm dir noch mal ein bisschen raus. So. Nein, ich meine. Bist du ganz ohne Tier da? Was meinst du? Ach, du meinst die fertige Holzkohle? Ich wusste nicht, dass wir jetzt Nein, schon. Nein, ich meine, das steht jetzt hier, okay. Eine Brücke haben. Da haben wir aber schon vor längerem drüber geredet. In der letzten Session. Warte mal, das ist auch völlig egal, weil. Es ist eh keine Kohle drin, gut. Du kannst dir vielleicht, oder ich kann dir hier hinten raus noch geben, wie viel brauchst du denn? Ah, 100 wäre nicht schlecht. Ich habe doch Feuerholz reingemacht da, also zum getrocknetes, zum Kohle herstellen.
Ja, aber das ist gerade ein erhöhter Bedarf hier. Ja, deswegen habe ich ja auch Holz geholt, damit. Och nee, da steht jetzt. Soll ich es irgendwo hin tun? Ah, hier in die Forge. In die Forge. Lieber, renn jetzt nachher nicht weiter, als die Kisten stehen. Warum? Weil da hinten ein Schredder ist. Oh. Also nicht, dass du in sie reinrennst. Okay. Ach so, der hat ja wieder. Ach so, und übrigens, der Coldkin ist ausgeschaltet gewesen. Da kann auch nichts nachkommen. Jupp. Ja. Nee, ich hatte den nur voll in Erinnerung. Das ist alles. Nee, und er war aus. Er liegt zwar voll mit Dried Wood, aber er ist aus. Also, dann produziert er auch. Ja, ich habe das ja erstmal reingelegt. Bevor ich ihn anstelle, wollte ich ihn wenigstens voll machen. Ja. Oh nee. Ah doch. Macht es Sinn, wenn wir einen zweiten von diesen großen... Nein, wir können gerne mehrere von allem haben. Magst du schon mal die ersten drei Kompostkisten abräumen? Ja. Ich habe schon abgebaut. Da ist keiner. Moment, Sekunde. Oh. PC? Ja. Die ist denn so dazwischen? Was macht Nein, PC? Ach doch, keine Kiste. Erinnerst du dich noch an den Auftrag mit 5 Barrels? Nein. PC? Nein, hätten einen Auftrag. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, aber ich. Hätten einen Auftrag. Jetzt dunkel, ja, dunkel war. Barrels waren es, gell? Ja, 5 an der Zahl. Was? Welche? Barrels. Die sind noch voll. Einfache Barrels. Ganz normale Barrels. Genie, was meintest du jetzt? Die zwei, die hier sind. Nee, warte. Ich hab 5 Stück. Bin schon dabei, ja. Warte. Brauchst du Unterstützung dafür irgendwas oder kannst du die du so Du hast jetzt das eine. Warte mal, ich nehme jetzt das andere. Das. Da hätte es noch ein Inventory gegeben. Ja, die sind voll, deswegen. Das habe ich doch gerade in den Dino gepackt. Was ist schon? Ich pack dir mal den Leim in die Paralyse. Perfekt. Matze, hast du eine Übersicht, wie viel Leim du noch brauchst? Nein. Gut, die Paralyse das ist jetzt so voll, dass es sich nicht bewegen kann, aber es macht ja nichts. Das Problem bei der Geschichte ist dann nur, das wandelt sich ja nicht alles 1:1 um und ich müsste es jetzt erstmal wieder durchrechnen. Okay, ich mache einfach. Nur Frage. Ja, es ist mir zu kompliziert, ich habe da keinen Bock drauf, ich mache einfach. Ja, ist okay. Ich hatte doch hier eben ein. Das Ding ist, ich brauche insgesamt 500 Quicklime, ich habe jetzt 100. Okay. Das heißt, ihr könnt erstmal weiterhin kräftig anschleppen. Ich versuche es. Das kann ich zumindest sicher sagen. Der Dike steht ja hinten, da kannst du auch noch was reintun. Ja. Sind die? Im Moment. Eber, da ist auch ein bisschen Holz und sowas in der Kiste. Ich habe mir gedacht, Betsy freut sich, gell? Bestimmt. Ich muss erstmal hier die Sachen loswerden. Ich bekomme Holz. Juhu. Ja, nicht so extrem viel, aber ein bisschen was. Also wenn du noch dringend brauchst, kannst du bei mir noch 300 holen. Oh, danke. Regen. Ja. Juhu. Oh, das ist gut. Trinken, Beutel auffüllen. So. Fässer sind fertig. Oh, perfekt. Bitte in die obere Kiste, Petzi. Jawohl. Ja, dann bin ich ja mit meinem Auftrag fast fertig, was das angeht. Bald. Dann fehlt nur noch Limestone, oder wie? Das habe ich schon wieder. Es fehlt noch Limestone. So, ich habe jetzt 2 von den Bins und eine wieso nur eine Bodenplatte. Guck mal, hier ist doch dein Rosinanto. Noch mit dem kann man doch arbeiten. Kann ich die Paralyse haben hier? Die ist voll. Na toll. Jo.
Notfall. Dann nehme ich ihr jetzt den Sattel ab. Ja, ich muss was haben zum Reiten. Das nützt mir nichts. Ich habe jetzt nochmal 5 Kisten gebaut. Cool. Ginny, am besten bauen wir die quasi sozusagen. Weil wir ja mehrere Veredelungsstufen haben. Ja, ich hatte da mal einen Vorschlag aufgebaut. Warte mal. Ich hab da mal was vorbereitet. Ja. Oh oh. Hab da was vorbereitet. So, die Parasaurier kriegen jetzt erstmal Leben. Ja, aber verdammt viel. So, also ich dachte mir, dass wir uns das also praktisch hier anfangen. Ja. Da die nächste hinstellen. Ja. Da die nächste hinstellen. Und dann so weiter. Was, PC? Feld. Wir haben gegenüber 2 Rechse. Level? Moment, ich sehe sie auch gerade. Falsch. 27 und 46. Okay. 2 Männchen. Soll ich gleich runterkommen? Oh Gott. Das müssen wir zusammen machen. Nein, eigentlich nicht, aber wir müssen die Viecher wegbringen hier vorne. Wir haben keine Palisaden oben auf den Steinen. So, alle, ja, hier oben auf dem kleinen Felsen. So, alle Viecher nach hinten. Okay, hinten ist sie sind überladen und gerade der Deich ist überladen. Ja, dann ruft sie, pfeift sie irgendwie. Okay, ich komme runter. Nimm was raus, Genie. Ach du Kacke. Und wo sind die? Auf der anderen Seite, gegenüberliegendes Ufer, wenn wir hier aus dem Tor gehen. Jetzt treibst du gut. Geht der schneller? Ja, ne? Ja. Schaut, dass ihr Pfeile habt und Bogen. Ja. Muss ich noch holen. Das ist doch super, die kriegen wir doch. Ach, ganz hervorragend. Die kommen hier eigentlich nicht hoch, aber... Ja, die kriegen wir nämlich, wenn wir sie hier ärgern. Dann kommen, versuchen die hier hochzuklettern und das schaffen sie nicht. Wir müssen aber ein Stück zurück, weil sie sich hier rein... Ja, ja. Na, einer kommt mit Sicherheit gleich. Soll ich ihn anschießen? Warte. Soll ich ihn reinstellen, Genie? Ja, wenn du leicht genug bist, nee, ja. Funktioniert überhaupt nicht. Warte, die Paralyse kommt auch gerade. Jetzt ist er weg. Ja, der kommt da gleich wieder raus. Ja. Die sind da ja... Wo soll denn der Dünger hin? Da ist er. Eigentlich okay. Darunter, aber das Problem ist, dass sie... Könnt ihr bitte kommen mit Waffen? Ja. Wohin? Aus dem Tor raus, wo wir immer zur alten Basis gehen, ja. Bitte. Gegenüber ist die Schlucht. Dann hau ich den Dünger gerade wieder rein, Genie. Mhm. Wir müssen das zusammen machen, sonst können wir den nicht schnell genug da. Ich schaff's leider nicht zu euch. Alles gut, Danu. Bleib da oben. So, ich bin da. Der Ferry ist zwischen euch und mir und der ist 55. Wo haben wir noch Pfeile? Dann gehen wir als nächstes. In der Lagerhütte, in der oberen Kiste. In der Lage. Da sollten genug Pfeile drin sein. Ich gucke, ob ich ihn gezogen kriege, ja? Ja, warte. Ich komme gleich noch dazu, wenn ihr noch ein paar Sekunden wartet. Haben wir auch irgendwo noch einen Bogen? Du hast eine Armbrust in der Kiste vor der Schmiede. Meinst du? Ja, da sind 2 Armbrüste drin. Armbrüste. Armbrüste. Ja, so komisch irgendwie. Die haben geahnt, dass da drüben was Leckeres zum Essen gibt. So, wo steigt die Party? Ich hol dich. Beim Ausgang beim Lin, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Matze. Jawohl. So, Ladies first. Ach, das ist aber nett von dir. Dankeschön. Hier hinten. Hier, Lin. Genie, Matze, hier. Hallo. Welchen nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen einen. Ja, einen. Der. Schieß ihn an. Versuch's gerade. Ah, okay. Ja, okay. Den würden wir eher treffen da drüben. Der jetzt im Wasser ist. Was? Wie im Wasser? Links da.
Da, bei mir. Hallo, hier. Umdrehen. Da, Wasserfälle. Ach, da. Ja, der andere kommt jetzt aber. Komm her. Ach so, okay. Ja. Einer nach dem anderen. Nicht beide gleichzeitig. Nee. Ach, ein bisschen Action, ich bitte euch. Ja, wartet, der ist hinterm Feld, der kommt aber gleich. Ja. Matze, du wirst ein bisschen zurückmessen, wenn der wirklich hier rankommt. Ach, Thierry, mach doch einen größeren Kreis. Oh, ich habe jetzt kein Zielwasser getrunken heute. Nicht? Nee. Aha. Terry, da hinten sind voll viele Tiere, die du essen kannst. Hm, wir kommen gleich mal hoch zu dir und machen hin, Terry. Ja, ja. Oh. Aha. ja. Ihr sollt euch nicht gegenseitig... Man sollte nicht den anderen bitte vor die... davor laufen, ne? Du bist mir vor die Flinte gelaufen. Friendly Fire ist angeschaltet. Also. Mhm. Ja, weil ich konnte es nicht an. Du hast einen Schritt nach drüben gemacht und dann habe ich getroffen, oder? Tut mir jetzt auch außerordentlich leid, aber wenigstens habe ich nochmal einen Kill. So komm ich auch schon. Ja, vor allen Dingen. Sie ist positiv, du bist mein erster Kill. Vor allen Dingen, okay. Du frisst mich jetzt eh gleich. Ich sagte, du frisst genau mich. Wieso dich? Nee. Ja, weißt du, mach dir mal keinen Kopf, der frisst mich. Hä? Ja, ich hab so ein Gefühl. Vorsicht. Ja, da läuft mir aber auch jemand hier direkt mal vor dem Bild rum. Okay. Als Köder anbieten oder was? Daran. Aber eigentlich kommen die Rechse wieder, wenn sie. Boah, wo ist denn mein Gelump? Sag mal. Ach. Wieso? Ich weiß es nicht. Ah, davon. Alter, welches Level hat er denn? Also 46 oder 47, 27. In jedem Fall ein höheres als Lynn. Ihr trefft aber auch alle nicht so toll, oder? Nee. Ja. Nicht wirklich. Gut, ich bin am Terry vorbei. Und ich würde sagen, Achtung. Das wäre ideale Cliffhanger, oder? Was? Ob wir schaffen oder nicht? Ja. Ob Lini noch jemanden killt? Okay. Diese und alle weiteren Fragen. Ah, jetzt ist im Wasser. Ja, ja, ist aber ungünstig. Das ist ziemlich blöd, dass da... Also Cliffhanger oder nicht, sagt's jetzt. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ja. Hm. Ja. Du wolltest dich fressen, lassen, nicht jetzt? Wird er ihn killen oder wird er uns killen? Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Und weiter.